Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Jetzt erst recht. Ja, auch im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja an Rente. Nun ganz im Gegensatz übrigens zu Armin Laschet. Wie kommst du auf den? Oh, der soll Robert Habeck demnächst beim Kohleausstieg helfen. Am besten verzichtet er einfach auf sein Gehalt. Dann wäre schon mal viel Kohle gespart. Mein Portemonnaie hat auch schon mit dem Kohleausstieg angefangen. Ah, null Problemo, Joachim. Ist doch Monatsende. Die nächste Pension steht kurz vor der Tür. Ich soll mal Gas geben. Weil du willst immer nur, dass alle Gas geben, ne? Liegst dabei schön auf der Couch und guckst Sport. Im Trainingsanzug. Damit kann man auch joggen. Na, dann jogg da mal mit, du. Ein Läufer würde unser Wohnzimmer vielleicht sogar ein bisschen wohnlicher machen. Hä? Ach, egal. Oh, ja, ich komm ja. Du, ich muss auch los, jetzt auch nicht mal, Joachim. Und du kannst schon mal die Kfz-Versicherung kündigen. Heute ist die letzte Möglichkeit. Auf diese Weise kannst du mit einem Elektroauto auch Gas geben und Kohle sparen. Sorry. Ach, guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Frau Ex-Ministerin. Sag mal, Robert, was habe ich denn da gehört? Die Klingel. Unsinn. Was die Bundesregierung für 15 Jahre Flüssiggas von Katar abnehmen will? Ja, geil, oder? Den Vertrag haben der Olaf und ich eingefädelt. 15 Jahre ist doch eine super Laufzeit, ey. Na klar, und das Beste daran, ihr beide seid am Ende der Laufzeit lange nicht mehr am Amt, oder was? Naja, und die Gaslieferung beginnt ja erst in 3 Jahren. Hä, warum denn so spät? Naja, dann hab ich als Bundesminister mehr Zeit. Hä, wozu das denn? Zum Beispiel, um mir eine Ausrede zu überlegen, warum der Gaspreis in 3 Jahren dadurch nicht nach unten gegangen ist. Also mal ehrlich, Robert, wenn du als Vizekanzler was anfasst, ja? Dann wird was draus. Quatsch. Dann ist doch so, als ob 2 andere gleichzeitig loslassen, du. Robert, echt, ey. Angie fast allein zu Hause. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.